glaube, das ist oder eine Blut. Guten Tag, wir sind gerade hier in Mannheim an dem Paradeplatz und evangelisieren. Wir sind hier aus, also Brüder und Schwestern aus verschiedenen Städten, aus Regensburg, aus Stuttgart, aus Bonn, aus Fulda, aus Mannheim selbst. Wo noch? Fulda. Aus Frankfurt. Frankfurt. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie, Schwester Nicole, ob du was dazu zu sagen hast, weil viele denken, das ist eine afrikanische Bewegung, was wir gerade tun, ob du vielleicht was dazu sagen könntest. Also, hallo, ich bin die Schwester Nicole und bei uns geht es um Jesus. Okay, also nicht um Afrika? Nein. Okay. Afrika ist ein Kontinent und Jesus liebt alle Kontinente. Also Gott liebt alle Menschen, egal aus welchem Kontinent sie kommen. Mhm. Ja. Also, weil, keine Ahnung, vielleicht predigen wir auch einen afrikanischen Jesus oder was kannst du dazu sagen? Ich kann dazu jetzt schon mal was sagen, weil wenn wir jetzt mal Leute in Afrika nehmen, dann geht es da vielen Leuten nicht so gut, materiell meine ich jetzt, und sie machen sich eher auf die Suche. Bei uns in Deutschland dringt das Evangelium deswegen bis jetzt etwas langsamer durch, weil sich Leute sehr auf ihre Materie verlassen. Also Wohlstand. Wohlstand, genau. Aber Jesus ist überall der gleiche. Er ist der Erlöser und die Deutschen brauchen den Erlöser genauso wie die türkischen Leute oder egal welche Menschen. Da geht es nicht um Hautfarbe oder eben irgendeine Rasse oder um irgendeine Nationalität, sondern dass der Mensch die Erlösung von sich selber, sagen wir, oder die Erlösung von der Sünde braucht. Und das braucht man auf jedem Kontinent. Und wenn der Mensch mal tief gefallen ist, entweder materiell, so wie in armen Ländern, oder vielleicht auch psychisch, oder sich irgendwie unterdrückt fühlt oder keine Erfüllung findet, dann macht es sich dieser Mensch vielleicht auf die Suche. Und das passiert überall auf der Welt. Und auch in Deutschland. Und dafür beten wir auch, dass die Leute in Deutschland sich auch auf die Suche nach dem Erlöser machen. Und vor allem beten wir dafür, dass die Leute sich nicht nur auf der Suche machen, wenn es schlimm ist. Weil viele werden vielleicht dann nur so lange mitmachen, bis es wieder gut geht und sich wieder abwenden. Ja. Und wir hoffen, dass sie dann wirklich sich dranhängen, bis Jesus zurückkommt und die Gemeinde abholt. So ist es. Genau. Genau, weil nur jetzt momentanes Wohlbefinden heißt ja nicht, dass deine Seele gerettet ist. Mhm. Genau. Deswegen, es geht ja darum, dass die Seele auf ewig praktisch Glück hat, Heil, das Heil, die Rettung hat. Und dabei geht es beim Glauben an Jesus. Okay. Kannst du uns was dazu sagen? Weil viele kommen, habe ich festgestellt, und fragen immer, von welcher Gemeinde seid ihr? Wo versammelt ihr euch? Wer seid ihr überhaupt? Wie heißt ihr? Heißt ihr Zurück zum Wort? Heißt ihr Stimme eines Predigers? Die Fragen werden so gestellt. Was kannst du dazu sagen? Also die Frage wird mir auch manchmal gestellt. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, der Leib Christi auf der Welt hat keinen Namen. Mhm. Gott hat seine Anhänger überall, auch in den verstecktesten Winkeln der Erde. Und das sind nicht unbedingt Leute aus einer gleichen Gemeinde oder das sind nicht unbedingt Leute, die sich jede Woche am selben Ort treffen, sondern das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und Jesus hat gesagt, er wird seine Braut holen. Mhm. Und seine Braut besteht aus unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Individuen, die an unterschiedlichen Orten sind. Mhm. Was wir natürlich schon machen ist, wenn manche Personen, die am selben Ort sind, da ist es natürlich gut, wenn die Gemeinschaft haben, wenn sich die beispielsweise zum Gebet oder zum Hauskreis, zum Bibellesen treffen. Mhm. Das natürlich schon, aber deswegen braucht diese Gemeinde Jesu Christi keinen besonderen Namen haben. Mhm. Gott definiert uns nicht nach einem Namen, den Menschen sich ausgedacht haben. Amen. Aber wir sind ja da, um den Namen, der über allen Namen steht, zu verkünden. Ja, das ist Jesus. So sieht's aus. Jesus Christus. Und abgesehen von diesem Namen gibt es keine Erlösung. Das ist unser Erlöser. Nein. Amen. Amen. Deswegen stehen wir hier in Mannheim. Also wie gesagt, Zurück zum Wort ist nur ein Mittel zum Zweck. Jawohl. Weil wir können keine Website machen, www. und dann steht nichts dahinter. Und dann machen wir Organisationen oder kommen.
Erstmal Mittel zum Zweck. Genau. Ziel ist es, Jesus verkünden, dass Leute wieder zu Jesus zurückkommen, weil Jesus ist ja das Wort. Und dass sie auch sich vorbereiten lassen von ihm, ja, bis er wieder zurückkommt. Ja. Weil alles wird ein Ende haben. Wir haben zwar Wohlstand in Deutschland aktuell, aber auch das wird zu Ende gehen. Das kann nur was sein. So sieht's aus. Mhm. Deswegen segnen wir den Herrn, ja, und sagen danke, dass er uns erlaubt hat, hier das Evangelium zu verkünden. Das wird nicht das letzte Mal sein, denke ich. Und wir werden versuchen, uns in verschiedenen Städten zu präsentieren. Ja. Beziehungsweise nicht wir uns zu präsentieren, aber das Evangelium zu präsentieren. Ja. Genau. Ja. Gott segne Mannheim, Gott segne Deutschland und die unterschiedlichen Städte. Ich habe mir heute, als ich hergefahren bin, ich komme aus Bayern, hört man vielleicht, und ich habe mir gedacht, schön, wie schön Gott Deutschland geschaffen hat, welche schöne Natur wir haben. Das ist einfach toll und da wünscht man sich einfach noch, dass die Herzen auch so schön werden, Amen, wie die Landschaft, Amen, beispielsweise. Amen. Amen. Es hat geregnet. So, Brother Levis, yes, what can you see to say to our brothers that follow us at this website? Well, what I can say is that we live in a world today whereby there are a lot of controversy, but the only one who has no controversy in him is Jesus Christ. Amen. So Jesus Christ is the way. So we are calling on all the youths, young people, old alike, to come to Jesus, because you cannot find peace or safety anywhere other than Jesus. Jesus Christ is the way. The Bible makes it clear that Jesus Christ is the truth, uh-huh, he is the way, and he is the life. Uh-huh. There is life in Jesus. You cannot find life in any other place. Uh-huh. So I challenge every young man, old alike, to come to Jesus and surrender to him. And then they will know that life could be more pleasant when you commit to God. In Jesus' name. Amen.